Einen wunderschönen guten Morgen aus Ascona. Wir sind hier in der Schweiz am Lago Maggiore und wir haben hier ein Treffen vom Essentiv-Netzwerk. Ich bin heute hier eingeladen als Speaker oder als einer der Keynote-Speaker. Ich freue mich schon sehr. Und wir haben herrliches Wetter hier in der Schweiz, schneebedeckte Berge und unten der See, ein ja, sehr majestätische Atmosphäre, könnte man fast sagen, wenn man hier die Natur auf sich einwirken lässt. Und wir sind ja schon ganz nahe hier an Italien, also italienische Schweiz. Und wir hatten gestern schon einen wunderschönen Netzwerkabend, da werden wir ein paar Bilder jetzt noch einblenden. Und ja, dann nehme ich euch einfach mit auf die Reise, ein paar Eindrücke, Hintergrundgeschichte. Den Sandro kenne ich seit vielen, vielen Jahren und habe ihn auch damals schon vor, ich glaube, über 10 Jahren das erste Mal kennengelernt, habe ihm auch ein bisschen coachen dürfen, ein bisschen Mentor sein für ihn. Und ja, ich freue mich, dass ich heute hier als Speaker mit dabei bin. Wolfgang Krupp ist auch dabei, der wird dann später mit dem Helikopter einfliegen. Und ja, es wird sicher ein tolles Event. Ich freue mich drauf. Kommt mal mit. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Ich schätze das, dass ihr Zeit in euch selber investiert, dass ihr interessiert seid an uns, dass ihr interessiert seid an neuen Business-Kontakten, an Empfehlungen und heute mit uns diesen Tag hier zusammen verbringen werdet. Ich werde heute ein bisschen was erzählen über strategisches Aufbau durch Business-Beziehungen, durch Business-Connection und Empfehlungen. Ich werde ein bisschen erläutern, was Essentiv ist, was die Philosophie ist und was das Ganze auch mit dem Unternehmertum zu tun hat, im deutschsprachigen Raum, aber auch weltweit. Also was tun wir heute hier? Wir befassen uns heute mit unseren Unternehmen, aber vor allem auch mit uns selber als Unternehmerpersönlichkeit. Wir von Essentiv glauben daran, dass jedes Unternehmen einen direkten Einfluss hat auf den Unternehmer oder die Unternehmerin, die dieses Unternehmen führt. Also ich glaube zutiefst daran, dass das Ergebnis eines Unternehmertums einen direkten Einfluss darauf hat, was die Persönlichkeit, die dieses Unternehmen führt, mit sich selber tut. Die Gesellschaft braucht uns, die Welt braucht uns, wir haben die Kraft, wir haben die Möglichkeit, das zu ändern. Und deshalb wünsche ich euch für heute, für die kommenden Wochen, Monate und euer Unternehmerdasein viel Erfolg, viel Kraft, viel Geduld und vergesst nicht, ihr könnt der Unterschied im Leben von jemand anderem sein, jeden Tag. Vielen Dank. Sandro, so, du warst jetzt vorher auf der Bühne. Dazu muss ich sagen, Sandros Event heute, wir sind über 10 Jahre kennen wir uns. Ich freue mich nochmal, dass du mich eingeladen hast, hier zu sprechen. Er hat das Event eröffnet. Vielleicht erzählst du nochmal kurz etwas zu deinem Netzwerk, worum es hier eigentlich geht. Genau, also wir von Essentiv sind eine Business Training und Consulting Organisation. Unsere Kunden sind Firmenbesitzer, Solo-Entrepreneurs oder Unternehmer im Mittelstand, die mehr und besseren Umsatz wollen. Und auf der Bühne vorhin habe ich gerade darüber gesprochen, dass es das Endergebnis einer Empfehlung ist immer der Aufbau von einer Business-Beziehung, die vorangeht und was es dazu braucht, um das dann auch rentabel zu skalieren. Sehr schön. Wir haben ja ein paar Einblendungen hier von deinem Vortrag mit dabei. Das Event an sich, es ist ein Eintages-Event. Genau. Du machst das jetzt seit mehr als 7, 8 Jahren. Genau, also seit 15 Jahren sind wir involviert. Seit 5 Jahren gehört uns das ganze Franchise weltweit. Heute ist der Public Day, also das heißt Franchise-Nehmer, aber auch Kunden, Interessenten und so weiter, wo heute dabei sind. Genau. Super. Ja, ich habe jetzt auch gleich meinen Vortrag dann und dann kommt ja noch Wolfgang Krupp. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich auch. So. Viel Spaß. Paul Mitter! Dankeschön. Ja, gleich vorweg, Sandro, wir kennen uns einige Jährchen. Ich bin beeindruckt, was du geschaffen hast hier mit deinem Netzwerk. Und ich bin heute wirklich froh, hier an einem der schönsten Orte der Welt, aber auch der Schweiz sein zu dürfen. Und wer von euch wäre gerne finanziell frei? Ohne Hasseln.
Okay. Ja, ich hätte viele Themen, über die ich heute mit euch sprechen kann, aber ich habe mir gedacht, es reden hier alle über Business. Deswegen werde ich heute schwerpunktmäßig mal über einen anderen wichtigen Punkt sprechen. Und zwar, die meisten machen Business auch deswegen, weil sie irgendwann, früher oder später, finanziell frei sein möchten, oder? Und da stellt sich doch die Frage, was sind denn die wichtigsten Komponenten, um finanziell frei zu werden? Ist es nur das Business oder ist es auch ein Teil des Geldes, das man verdient, zu behalten? Und zwar nicht nur behalten, um sich dann das Geld, was ich von 20 bis 40 verdient habe, nachher von 40 bis 60 die Ärzte leisten zu können, sondern gut zu investieren. Gut zu investieren, dass das Geld auch wieder neues Geld produziert. Das ist doch das, worum es geht. Wie kam ich dazu? Ein Unternehmer, aus einem Unternehmernetzwerk übrigens, hat ein Problem. Und zwar die Bank machte Druck, hatte fällig gestellt, er hat nicht bedienen können und jetzt hat er noch wenige Tage, bevor das Ding in die Versteigerung geht. Und ich war gerade auf der Suche nach einer Immobilie und er sagt zu mir, wenn du mir hilfst, dass ich sozusagen aus den Fängen der Bank rauskomme, das wäre für mich die Rettung. Dann bin ich mit ihm zur Bank gegangen und habe gesagt, pass auf, lass uns einen Deal machen. Ihr habt doch gar keine Lust, das Ding zu versteigern, weil was passiert nämlich, wenn das bei der Versteigerung nicht weggeht? Also zwei Risiken habt ihr. Dass es zu einem sauschlechten Preis weggeht und die Schulden immer noch nicht abgedeckt sind. Und das zweite Problem, dass es gar nicht weggeht, weil keiner kommt. So, ich bin da, ich würde es kaufen. Ich würde es zu dem und dem Preis kaufen. So, dann habe ich das bekommen. Also, guter Deal für beide Seiten. Win-Win-Win-Situation. Ne? Er hatte keine Schulden mehr, die Bank war das problemlos und ich hatte gute Immobilie. Naja, das habe ich mir gemerkt und ich dachte, das geht jetzt immer so. Und dann hatte ich auf einem Flug nach New York eine geniale Idee. Ihr seht da so alte Fabrikshallen und ich hatte einige alte Fabrikshallen in meinem Umfeld meiner damaligen Firma und habe mir gedacht, die könnte man günstig kaufen und da Wohnungen reinbauen. Weil ich hatte in New York gesehen, wie die aus so alten Lofts eben Wohnimmobilien machen. Bin ich zu meinem Banker und der Banker hat, also ich habe mich noch nie so missverstanden gefühlt bei einem Banker. Der hat sich, also er hat nicht wirklich sich am Kopf gegriffen, aber ich hatte das Gefühl, er greift sich gedanklich am Kopf. Ja? Ich saß nur wieder die ganze Zeit da, saß und sagt, also dann hat er mich irgendwann unterbrochen und sagt, Herr Misar, das sind doch Abrissbuden, die Sie da kaufen wollen. Na gut, ich bin dann 6, 7 Jahre erfolgreich zu irgendwelchen Banken. 2001 war ich übrigens zwischendurch mal fast pleite, muss ich auch dazu sagen, als klassischer Unternehmer. Die Geschichte würde jetzt zu lang dauern, aber auch wenn jetzt jemand gerade von euch in einer Krise ist, ich kann auch da mitfühlen. So, und dann habe ich aber beschlossen, du musst erstens dein Herzensding machen. Das war raus aus einer Firma. Ich hatte damals eine Firmengruppe aufgebaut mit 7 Niederlassungen in 7 Märkten, bevor diese Stresssituation kam. Und ich dachte immer, wenn ich größer wäre, wenn ich wachse und so weiter, dann wird alles besser. Aber es wird nur dann besser, wenn du auch die richtigen Systeme hast. Deswegen seid ihr hier im richtigen Netzwerk. Wenn du nämlich nicht die richtigen Systeme hast und du wächst und du wächst und du wächst, dann geht es dir genauso wie mir. Du hast irgendwann über 100 Mitarbeiter, du hast über 100 Millionen Umsatz. Aber, und jetzt aufschreiben, Umsatz ist nicht Gewinn, für die, die es noch nicht bemerkt haben. Umsatz ist nicht Gewinn. Es gibt Leute, die machen 100 Millionen Umsatz und 5 Millionen Miese. Und es gibt Leute, die machen nur 2 Millionen Umsatz, aber 1,4 bleiben ihnen über. Was ist besser? Umsatz ist nicht Gewinn. Okay? Und ich wünsche mir, dass viele von euch diese Krise als ihre persönliche Chance nutzen, weil eins dürft ihr nie vergessen. Mein Mentor hat immer gesagt, große Vermögen wurden immer in Krisenzeiten gebaut. Und deswegen, wenn ihr zu den 2% Gewinnern gehört, die auch diese Krise wieder mit sich bringen, wird, überlegt mal, wie es mit anderen Lebenskrisen war, wenn ihr 5 Jahre, wenn ihr 10 Jahre später zurückdenkt. Denkt an persönliche Krisen, oft waren das die besten Momente in eurem Leben, im Nachhinein, im Rückblick. Das wünsche ich euch. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst darf ich mich natürlich bei Herrn Mohr für die Einladung zum heutigen Tag ganz herzlich bedanken. Ich habe mich natürlich gefragt, was ich hier vor so einem elitären Publikum sagen soll und warum ich ausgerechnet aus Deutschland hierher kommen soll, um hier zu erzählen. Aber nachdem ich weiß, was Herr Mohr wollte, er wollte Ihnen
den notleidendsten Unternehmer von Baden-Württemberg mal vorstellen, damit, wenn Sie mich gehört haben, damit Sie wissen, in welcher glücklichen Lage Sie sind, wenn Sie sich auf Ihren Betrieb konzentrieren. Und so habe ich das Thema Verantwortung und Leistung der Unternehmer sind die Voraussetzungen für sichere Arbeitsplätze gerne angenommen, weil ich Ihnen an meiner Firma Trigema, die nicht nur zu einer notleidenden, sondern zu einer ausgestorbenen Branche gehört, zeigen möchte, dass eine Produktion in Deutschland möglich ist, wenn vor allem wir Unternehmer unsere Pflicht erfüllen. Und so ist es für mich als heimischer Unternehmer nicht nur selbstverständlich, sondern eine allererste Pflicht, auch in einer angeblich globalisierten Welt zuerst meine Aufgabe in meinem Heimatland zu erfüllen, bevor ich meine, das Glück in der Ferne suchen zu müssen, Bedingungen schaffen. Und ich frage mich, ich habe das allen Politikern gesagt. Ich sage mal, ich kriege ja viele Politiker, besuchen mich und was würden sie vorschlagen? Dann sage ich, wir brauchen die persönliche Haftung zurück. Und deshalb sage ich, ich habe eine EK. Ich hafte mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, zahle aber die gleiche Steuer wie jeder, der eine GmbH hat. Da sage ich, wo sind wir eigentlich? Das heißt, wir müssen die persönlich haftenden, verantwortungsvollen Leuten, denen müssen wir Steuervorteile geben, nicht wegen mir. In mir ist das wurscht, wissen Sie, ich zahle meine Steuern. Aber ich sage mal, wir müssen Anreize schaffen, damit die Leute in die Verantwortung und Haftung zurückkommen. Und deshalb habe ich schon lange vorgeschlagen, dass man denen, die persönlich haften, eine zum Beispiel 50% Steuerrabatt geben. Da sie alle der Steuer nachlaufen, würden sie in die Haftung gehen und dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Sie glauben nicht, wie die Mitarbeiter, wir werden ab und zu angesprochen, dass wir auch mal ein Kind, das vielleicht nicht ganz so gut in der Schule war, ob man dem nicht einen Arbeitsplatz gibt und so weiter. Und jetzt müssen Sie sich wissen, die Mutter hat schon das Kind ewig geschimpft und hat gesagt, du hast die schlechteren Noten und deine Geschwister sind besser. Und in der Schule hat es geheißen, die anderen sind besser. Das Kind hat noch nie Erfolg gehabt. Und jetzt kommt dieses Kind und es sucht einen Arbeitsplatz, wird überall abgewiesen, weil das Zeugnis nicht so toll ist, verstehen Sie und so weiter. Und dann kommt er zu uns und dann sagt man mir, also dieser Familie hat man jetzt dieses etwas schwierige Kind oder das, was nicht so gescheit ist, hat man abgenommen, dann kriegt die einen Arbeitsplatz. Dann laufe ich an der vorbei und sage, toll ist das, die werden zum ersten Mal im Leben wertgeschätzt. Und das muss man wissen, dass die nicht so gescheit sind oder die ein bisschen Probleme haben, die wollen auch mal gelobt werden. Und wenn man so einen Mitarbeiter mal lobt, der tut alles, der ist sich für nichts zu schade. Wenn ich sage, ich brauche einen, der am Samstag kommt und ginge zu den Mitarbeitern, dann sage ich, Herr Grupp, selbstverständlich, wenn Sie mich brauchen, nicht gebraucht werden, ist das schön. Und das muss man den Mitarbeitern mitteilen, dass das soweit, dass die gebraucht werden. Und der Nachwuchs kommt ausschließlich aus eigenen Reihen. Also alle leitenden Leute waren Lehrlinge. Und zwar ganz nach vernünftigen Gesichtspunkten. Ich kriege ja wöchentlich Angebote, er möchte Versandleiter werden und er möchte Vertriebsleiter werden und er möchte das und das und das und. Und er schickt Zeugnisse mit, wo er schreibt, wie gut er war überall und wo er überall war. Und dann bin ich mit meiner Volksschule, frage ich mich, ja, der war doch überall so gescheit und der war doch überall so toll und der schreibt mir doch, wie toll er war und wo er überall war und in Frankfurt und in Düsseldorf und in Hamburg. Und jetzt will der auch noch nach Bollerdingen. Dann weiß ich, dass das nur eine super Flasche sein kann. Denn wenn der erstens gut gewesen wäre, hätten ihn die anderen Leute nicht weggeschickt. Dann hätten sie ihn behalten. Und zweitens, wenn der dann am Schluss von Frankfurt kommend, Hamburg kommend, Düsseldorf, auch noch auf die Schwäbische Alb nach Bollerding geht, dann ist das die letzte Möglichkeit, wo er sagt, ich kann noch Geld verdienen und der kriegt bei mir sicher keinen Arbeitsplatz, weil ich sage, weil ich dem schreibe dann, ich verstehe nicht ganz, er schreibt, wie gut er war und überall ist er entlassen worden. Da soll man doch mal sagen, warum. Wissen Sie, also deshalb sage ich, deshalb werden bei uns alle leitenden Leute, sind Lehrlinge gewesen, werden ausgebildet und wir erkennen die Stärken und die Schwächen. Die Schwächen werden ignoriert und in den Stärken wird er weitergebildet und der kommt durch Leistung in die Führungsposition. Und das ist ganz wichtig.
Gerechtigkeit in Löhnen ist wichtig. Man sollte die Gehälter oder Löhne aushängen können, weil Gerechtigkeit muss akzeptiert werden. Es wird akzeptiert, dass einer mehr verdient, wenn er mehr Leistung hat. Aber es wird nicht akzeptiert, dass er mehr verdient, nur weil er sich besser verkauft hat oder weil man sagt, den braucht man und dem zahlt man mehr. Und dem Dummen, der hier ist, der nicht ewig nach Lohn fragt, den lässt man sitzen. Gerechtigkeit in Löhnen ist ganz wichtig. Und die Arbeitsplatz für Garantie für die Kinder unserer Mitarbeiter ist Egoismus. Wenn eine Mutter drei Töchter hat und die Mutter gut ist und die erste Tochter schon bei uns arbeitet und gut ist, dann kriegen die anderen Kinder mit Selbstverständlichkeit von Mitarbeitern kriegen eine Arbeitsplatzgarantie, weil ich damit kein Problem habe. Weil die Eltern lassen sich nicht zu, dass die Kinder sich schlecht verhalten. Dann geht jeder zu dem Arbeiter hin und sagt, deine Kinder, hast du es gesehen? So und so. Und da der sich nicht blamieren will, sorgt er für Ordnung in seiner Familie. Und deshalb mit Kindern von Mitarbeitern haben wir kein Problem. Wir haben drei Generationen gleichzeitig, weil die Eltern die Verantwortung übernehmen für die Kinder und nicht wollen, dass sie in einem Betrieb arbeiten, wo sie gut sind und ewig die Kinder sozusagen Probleme machen. Dann sorgen die, dass die Probleme sofort abgestellt werden. Das ist ganz wichtig. Also lassen Sie mich noch etwas zum Inhaberbonus sagen. Ich bin nun mal Inhaber und deshalb ist es doch klar, dass ich den Betrieb auch selber führe. Also ich sag mal, ich habe ja erzählt, dass ich mit 46 erst geheiratet habe, aber ich habe auch keinen engagiert, um die Ehe dann auszuführen, einen Geschäftsführer für meine Ehe, sondern ich habe die Aufgabe selber übernommen. Und deshalb sage ich, wenn ich einen eigenen Betrieb habe, dann muss ich den auch selber führen, weil ich eher anerkannt wird. Der Inhaber wird eher anerkannt. Da sagt der Mitarbeiter, auch wenn eine blöde Entscheidung fällt, er meint, sie sei blöd, sagt er, ja gut, der hat es so gesagt. Aber der zahlt's ja und das ist dem sein Laden, der zahlt's ja und dann mache ich das. Wenn ich Angestellter wäre, würde bei mancher Entscheidung anders würde überlegt werden und sagen, der macht's Geld der Firma kaputt. Nein, da das meine Firma ist, ich der Inhaber bin, sind meine Entscheidungen werden eher akzeptiert, weil ich auch dafür die Verantwortung und oder das bezahlen muss. Ich muss die Probleme lösen, ich muss Gerechtigkeit, muss ich ein und vor allem muss meine Familie Vorbild für die große Betriebsfamilie sein. Wenn ich sage, ich bin schlechtes Vorbild oder meine Familie, meine Kinder, dann kann ich es von meinen Mitarbeitern nicht erwarten. Und eine Kündigung gibt es bei Trigema nicht. Jeder, der auch was verbrochen hat, hat eine letzte Chance, kommt an meinen Schreibtisch und kriegt dann eine allerletzte Chance. Das heißt, es darf keine Kündigung ausgesprochen werden. Er kriegt dann eine letzte Chance. Und wenn er die wahrnimmt, und das ist ab und zu, ich würde mal sagen, über die Hälfte, die letzte Chance kriegen, nicht, dass sie meinen, das sei laufend ein Problem. Aber ich sage mal, die erkennen, dass sie hier die letzte Chance haben und dann ändern sie sich und werden nicht selten beste Mitarbeiter. Und ganz kurz, Unternehmensberatung darf natürlich bei mir nicht ins Haus, weil wenn ich einen Unternehmensberater, der alle möglichen Branchen berät, außer natürlich die hier sitzen, die würde ich gerne empfangen, ich sag mal, zu mir ins Haus kommt und auf Anhieb sagt, falsch, 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 ändern, ändern, dann müsste ich meinen Platz räumen, wenn ein Fremder auf Anhieb erkennt, was falsch ist. Und ich das nicht erkenne, müsste ich meinen Platz räumen. Und da ich meinen Platz nicht räumen will, lasse ich den Unternehmensberater erst gar nicht kommen. Ja. Die Produktion hat bei uns die Hoheit, das habe ich schon angedeutet. Wir produzieren von Januar bis Dezember Vollauslastung, ob Aufträge oder nicht. Das ist mein Problem. Produktion muss ausgelastet sein. Der Lohn muss in ein Fertigprodukt eingehen. Und es gibt schwache Zeiten. Aber in guten Zeiten haben wir die Chance, die schwachen Zeiten wieder aufzuholen. Nur wenn ich Kurzarbeit mache, kann ich das nie mehr reinholen. Dann ist es vorbei. Und deshalb gab es bei uns in 54 Jahren nie eine Stunde Kurzarbeit und die garantierten Arbeitsplätze. Und ganz zum Schluss, wenn die Diversifikation darf es nicht geben, das habe ich von meinem Vater gelernt, weil man kann nicht auf mehreren Gebieten Meister sein. Eine Sache und die richtig und deshalb Schuster bleibt bei deinem Leisten, ist eine ganz große Anforderung an uns. Und ich muss den Wandel der Zeit erkennen in meiner Branche, aber nicht auf zig Branchen meinen, zu Hause sein zu müssen. Und ich bin nun mal der Inhaber der Firma Trigema oder war es bis zum Ende des Jahres, jetzt sind es meine
meine Kinder. Die Verantwortung des Unternehmers ist ganz wichtig. Und deshalb sage ich, wenn man mir in meinen 54 Jahren mal gesagt hätte, Trigema hat ein, wenn man geredet hätte, Trigema hat ein großes Problem und die haben es nicht erkannt, oder ein Riesenproblem, dann hätte es nur einen Schuldigen gegeben und der wäre ich gewesen. Vielen Dank. So, Sandro, jetzt haben wir Wolfgang Krupp erlebt, ganz live, so wie er lebt und lebt. War schon spannend, oder? So ein ja, ich glaube schon. Und ich glaube, es zeigt einmal mehr auf, dass auch das wirkliche Unternehmertum, also diese Glaubwürdigkeit am Ende natürlich einfach gelebt werden muss. Und dann ist es auch glaubwürdig. Absolut. Und er selbst sagt ja, es muss mehr Unternehmer geben, die Verantwortung übernehmen. Genau. Ich glaube, das ist eine spannende Geschichte. Ja, es geht ja heute hier noch weiter. Jetzt haben wir noch einen Speaker und dann gibt es Networking. Genau. Wir werden also noch ein paar Bilder hier reinschneiden, ein paar Impressionen liefern. Dir schon mal danke für die Einladung. Ich danke dir, Paul, und dass du hier warst. War eine gute Ergänzung und ist auf große Resonanz gestoßen. Super. Und wir freuen uns natürlich, dass es solche Unternehmer gibt, die hier etwas in die Hand nehmen und Netzwerke aufbauen. Weil eins kann ich euch sagen, egal ob im Business, egal ob bei Immobilien, ich habe es in meinem Vortrag vorher auch schon erwähnt, das Wichtigste am Ende des Tages sind Netzwerke und Menschen, die sich zusammentun. Ich sage, jeder alleine für sich ist nur wie ein Ziegelstein. Aber wenn du Ziegelsteine mit Mörtel zusammentust, dann hast du am Ende ein prachtvolles Gebäude. Und um es in deiner Sprache drin zu sagen. Das wünsche ich uns. Gell? Okay. Danke, Paul. Bis später. So, ihr Lieben, das Event ist langsam zu Ende. Wir haben jetzt noch einen Networking-Teil, aber weil ich dann nachher ziemlich spontan Richtung Milano muss, wo dann der Flieger wartet, werde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden und werde ich dann mit den letzten Impressionen von diesem Unternehmer-Event zurücklassen. Eines kann ich euch abschließend nur noch mit auf den Weg geben, egal ob als Unternehmer oder auch als Investoren, ihr braucht eure Netzwerke. Netzwerken ist einer der wichtigsten Punkte. Das kam auch im Vortrag von Wolfgang Krupp genauso raus wie in den Vorträgen vieler anderer Experten heute. Ja, und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden, lerne also noch besser zu networken. Und wenn du Teil unseres Networks werden möchtest, dann schreib es mir doch in die Kommentare. Bis bald. Tschüss, ciao und Servus.